Part 10. Weiter geht die Schlacht gegen die Todesser. Boah. Von wo? Ich glaube, das war der letzte. Wo wollen die hin? Ich glaube es nicht. Wir haben es geschafft. Yeah! Donnerwetter. Das habt ihr gut gemacht. Achtung, sie kommen. Alle zurück nach drin. Nach drinnen! Bin doch auf dem Weg, Chili. Nicht meine Tochter! Los, Omi! Zeig uns, was du drauf hast! Dir wird deine Überheblichkeit vergehen. Jetzt bist du dran. Danach kommt der Rest deiner Familie. Lass meine Familie in Ruhe. Ihr Weasley seid Dreck. Expulso. Ich mach dich fertig, Bellatrix. Steck ihn jetzt sonst wohin. Expulso! Hau ab! Oh Mann, hier haben wir als die Hälfte schon von der Bellatrix. Genau vor dir. Du solltest deine Füße ein bisschen bewegen. Weißt du nicht mehr weiter? Du musstest zu Gegenständen greifen, was? Nein, wohl eher du. Du kannst nicht weglaufen. Wo ist denn die Kuh? Ich bin hier oben, Molly. Fang mich da. Wo geht's den kleinen Schrumpf? Immer noch verschwunden. Halt den Mund. Schöner Treffer. Wo ist er? Da auf 12 Uhr. Du gehörst mir. Von 2 Uhr. Von 7 Uhr! Dreh dich doch mal um! Wir wissen ja, wie der Kampf endet. Wer den Film und das Buch kennt. Wir wissen ja, wer von uns den Löffel abgibt, Bellatrix! Das war's! Du wirst nie wieder meine Kinder anfassen! Schade! Im Film hat man gesehen, wie es auseinandergerollt hat. Es wurde anscheinend zensiert. Boah. Was kommt jetzt? Voldemorts letzter Kampf. Oh! Wie es aussieht, ist das der letzte Part.
Oh! Wo ist er? Expulso! Aber Nagini lebt noch. Wir können ihn noch nicht töten. Warum sind eigentlich denn seine Zauber immer grün? Weil er Slytherin ist? Oder was? Was war denn das für eine Lache? Aber wir haben doch schon gut Lebensanzeige geholt. Du kannst dich nicht länger verstecken. So. Es ist bald vorbei! Das werden wir ja sehen, Voldemort. Boah. Stark. Es ist bald vorbei, Lord Voldemort! Du bist nicht unbesiegbar! Genau! Expulso! Die Entdeckung meiner Horcruxe hat mich mir nur näher gebracht. Armer Harry! Wieso? Ist nur noch ein Horcrux übrig! Wo ist er denn? Ach, ein. Du hast meine Eltern ermordet! Und viele, viele andere! Ho! Warum lebst du? Weil ich etwas habe, für das es sich zu leben lohnt! Du hast recht. Der Elderstab wird dir nie gehorchen. Ihr gehört mir. Ich habe Snape getötet. Der Stab war nie mit Snape verbunden. Lass uns dies beenden, wie es begonnen hat. Zusammen. Boah. Da dies die letzte Szene sein wird. Und ich die Credits euch genießen lassen möchte, werde ich mich jetzt Tschüss Nagini! Man ist jetzt Voldemort tötbar. Expelliarmus! So. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei EA Games, Warner Brothers, für 8 fantastische Spiele, Gamecube-Titel, Harry Potter und der Stein der Weiße, Harry Potter und die Kammer des Schreckens, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban und Harry Potter und die Feuerkelche. Und für die Nintendo Wii-Spiele, Harry Potter und der Orden des Phönix, Harry Potter und der Halbblutprinz. Und Harry Potter, die Heiligtümer des Todes Teil 1 und 2. Möchte ich mich bei diesen Leuten bedanken, die 8 fantastische Spiele gemacht haben. Dann möchte ich mich bei euch Zuschauern bedanken, denn ohne euch wird es ja keinen Sinn machen, Let's Play zu machen. Oh.
es jetzt? Halte den Strahl auf Voldemort. So mach's doch. So. Ich werde während den Credits dann den Mund halten. Das werde ich in zukünftigen Let's Plays machen. Werde ich die Verabschiedung im Kampf machen oder bei der Aktion und bei den Credits den Mund halten. Ich weiß noch nicht, wie es nach Harry Potter weitergeht. Das werden wir dann sehen. Kann sein, dass es Kurzreaktion kommt. So, jetzt kämpfen wir noch gegen Voldemort. Dann bedanke ich mich noch bei meinen Freunden und meiner Familie, die mir den Rücken frei halten, um Let's Plays zu machen. So, das war's eigentlich. Wie gesagt, die Spiele waren fantastisch. Mir haben sie alle 8 wahnsinnig gut gefallen. Ja! Funktioniert. So. Das war die Harry Potter Let's Play Saga. Danke fürs Zuschauen und jetzt viel Spaß hiermit und den Credits. Sah hier irgendwie besser aus, oder? Warum hat er ihm nicht gedient? Der Elderstab. Als Voldemort Snape tötete, dachte er, sein Zauberstab gehöre jetzt ihm, aber er gehörte Snape nie. Es war Draco, der Dumbledore entwaffnet hat, also hat der Zauberstab ihm gehorcht. Bis ich Draco entwaffnet habe. Aber das bedeutet, dass er mir gehorcht. Was denkst du, sollen wir mit ihm machen? Darf man erst ab einem bestimmten Alter. Du wirst auch bald mit Rose in diesem Zug sitzen, Hugo. Jetzt mach aber mal halblang, Ron. Hoffentlich wird ihre Zeit in Hogwarts weniger ereignisreich als unsere. Und plötzlich ist es vorbei. Seit Dezember geht die Saga schon, wo ich mit Harry Potter und der Stein der Weißen angefangen habe. Wahnsinn.
Ich habe gerade mal zusammengerechnet. Das ist mein 94. Harry Potter Part. Zusammen mit den anderen gerechnet. Das ist doch schon eine lange Zeit. Und es ist schon was Bewegendes, wenn so eine lange Serie zu Ende geht. Bin mal gespannt, ob was kommt. Als Dankeschön, dass man bis zum Ende gespielt hat. Mm-hmm.
Es war mir eine Ehre. Bin mal gespannt, ob was kommt, weil letztes Spiel. Oh ja, da kommt was. Danke für dein Interesse an diesem Spiel. Gerne. Es war mir eine Ehre. Hey. Scheint der Stein der Weißen zu sein. Ich kenne das aber nicht. Kammer des Schreckens, das König. Nö. Sind das PC-Spiele? Der Gefangene von Azkaban? Der Feuerkelch? Dorn des Königs? Der Halbblutprinz? Die Heiligtümer des Todes Teil 1? Und 2? Danke fürs Zuschauen bei Let's Play Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 2. Das war's. Mit der Let's Play Harry Potter Reihe. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bei einem nächsten Projekt. Tschüss.